Deutsche Geheimdienstwirklichkeit im Jahr 2015. Der BND spioniert als Handlanger einer übermächtigen NSA im Internet deutsche Firmen und deutsche Verbündete aus. Eine entwürdigende, subalterne Tätigkeit. Vorbei sind die Zeiten, in denen deutsche Überwachung und deutsche Bespitzelung noch grundsolide Wertarbeit waren. Man darf nicht vergessen, Bespitzelung war früher einmal ein Lehrberuf mit einer jahrelangen Ausbildung, die mit dem Titel des Informationsmeisters, abgekürzt IM, abgeschlossen wurde. Gutes, altes, solides Überwachungshandwerk, das es in dieser Form heute leider nicht mehr gibt. Spionage made in Germany, technisch auf Höhe der Zeit, aber immer nah dran am Individuum. Eine Überwachung von Menschen wegen Menschen. Den grundlegenden Unterschied zwischen einem solide geführten, handwerklichen Traditionen verbundenen Überwachungsstaat und einer von wenigen internationalen Großagenturen dominierten globalisierten Massenbeschnüffelung hat Erich Mielke, unser langjähriger Staatssicherheitschef und Ehrenpräsident des deutschen Spionagehandwerks, in einem unvergesslichen Satz zusammengefasst. Ich liebe doch alle Menschen. Ich liebe doch, ich setze mich doch dafür ein. Mit so viel Einsatz und so viel Liebe hatte das deutsche Spionagehandwerk noch einen goldenen Boden. Deutsche Geheimdienste, da wusste man, was man hatte.